Es gibt Bürger, die demonstrieren, weil sie unzufrieden sind. Zum Beispiel wegen einer Impfpflicht oder wegen der vielen Corona-Beschränkungen, die auch Existenzen ernsthaft bedrohen. Doch es gibt auch gewalttätige Demonstranten, denen es nicht nur um Corona geht, sondern darum, den Staat abzulehnen. Am Samstag gab es zum Beispiel im thüringischen Greiz Verletzte unter Demonstranten und Polizeibeamten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die weitere Diskussion um die Impfpflicht weiter zu einer Radikalisierung führt. Und diejenigen, die die Versammlung sowieso nutzen, um Angriffe auf den Staat vorzunehmen, die werden das weiter tun. Also insofern schätze ich jetzt mal, dass es keine Beruhigung der Lage gibt. Die Polizei rechnet mit steigender Gewaltbereitschaft. Besonders verwerflich sei, dass es Demonstranten gibt, die ihre Kinder als Schutzschilde missbrauchen. Friedliche Demos sind erlaubt, sagt die Politik, doch Gewalt dürfe nicht akzeptiert werden. So etwas dürfen wir nicht laufen lassen und deshalb werden solche Leute natürlich auch zur Rechenschaft gezogen. Dort, wo konkret Gewalt verübt wird, wie wir das kürzlich bei der Demo in Schweinfurt erlebt haben, ist es dann eben auch ein starkes Zeichen, wenn die Justiz schon am nächsten Tag die entsprechenden Strafen verhängt. Wenn Gewalttäter Demonstrationen für eigene Zwecke missbrauchen, dann schadet das allen. Insbesondere auch denjenigen, die friedlich demonstrieren wollen und alle Regeln einhalten.